Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Franke Automobile, dem freundlichen Autohaus mit Wunschfahrzeugservice und Meisterwerkstatt für alle Marken. Ein 10 Jahre altes Mädchen ist bei einem schweren Unfall in der Ortsmitte von Mühlhausen lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war am Donnerstagabend mit einem Roller auf dem Gehweg unterwegs, als es von diesem Mazda MX-5 erfasst wurde. Ein zweites Mädchen wurde nur knapp von dem Wagen verfehlt. Die beiden Männer in dem Cabrio, der 48-jährige Fahrer und sein 76 Jahre alter Vater, erlitten selbst ebenfalls schwere Verletzungen. Die beiden Twistetaler hatten laut Polizei die Mühlhäuser Ortsdurchfahrt in Richtung Korbach befahren, als der MX-5 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Das Auto prallte gegen einen Bordstein und fuhr anschließend geradeaus, direkt auf die beiden Mädchen zu. Mit großer Wucht stieß das Cabrio gegen eines der Kinder und die Hauswand. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war an der weiträumig abgesperrten Unfallstelle im Einsatz. Feuerwehrleute befreiten die beiden Männer mit hydraulischen Geräten aus dem total zerstörten Auto. Für alle drei Verletzten forderten die Notärzte je einen Rettungshubschrauber an. Die Maschinen gingen auf dem Sportplatz nieder. Die Luftretter flogen das Mädchen in eine Kasseler Klinik, die Autoinsassen wurden nach Göttingen und Siegen gebracht. Ein von Staatsanwaltschaft und Polizei bestellter Gutachter soll nun die genauen Ursachen des tragischen Unfalls herausfinden.